Dann zwei Currywürste, ja? Du willst zwei Würste gleichzeitig, Emmy. Morgen. Irgendwie ist das schräg. Ich habe mir so lange gewünscht, neben Janis wieder aufzuwachen und jetzt ist es so. Die Nacht war echt wunderschön. Nur können wir einfach wieder zusammenkommen? Kann ich auch. Wie geht's jetzt eigentlich weiter mit uns? Du, ich... Guck mal, ich weiß, dass ich dich liebe. Und ich will nichts mehr als einfach wieder mit dir zusammen sein. Aber ich verstehe auch, wenn du Abstand willst. Ich will dir gar keinen Druck machen. Das hast du mir oft genug gesagt. Nur bin ich mir jetzt halt ein bisschen unsicher. Ich meine, andererseits wolltest du den Abstand und andererseits haben wir die Nacht miteinander verbracht. Du musst doch nicht direkt antworten. Wie gesagt, ich will dir gar keinen Druck machen. Auch wenn das jetzt hier ein einmaliges Ding war, dann akzeptiere ich das. Ich will einfach nur, dass du weißt, Emmy, wie sehr ich dich liebe. Und ich muss in Thailand nur an dich denken und das hat mir Kraft gegeben. Ich glaube, hätte ich diese Kraft nicht gehabt, hätte ich es nicht geschafft, von dem Zeug wegzukommen. Aber ich geh mal schnell unter die Dusche, ja? Ich trinke den später weiter. Janis. Mann, ich liebe dich auch, okay? Und ich will mit dir zusammen sein. Wie, du verzeihst mir wirklich mein Verhalten? Das ja. Also gerade so natürlich, ne? Nein, Spaß. Ich habe echt gedacht, ich hätte dich verloren. Was hältst du davon? Wir beide machen heute einen schönen Tag, quasi ein Date. Ja, klingt nach einem Plan, aber first of all, du wolltest doch eh duschen gehen, oder? Ja. Könnt ihr mitkommen? Was hältst du davon, wenn du auch wieder ins Zimmer einziehst? Ehrlich? Ja. Ich würde mich super duper freuen. So, Emmy, was machen wir jetzt hier quasi bei unserem ersten Date? Hast du Bock auf Action oder irgendwie was Entspanntes wie Kino oder so? Also mir ist das eigentlich komplett gleich, ob wir uns zusammen. Weißt du, was ich noch unbedingt eigentlich sehen wollte? Ne? Dieses große Fun-Bad. Ich habe keinen Plan, wie es jetzt heißt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja, dieses große Ding? Ja, mit diesem Wellenbad, was die da. Ah, ja, lass hingehen. Ja, da habe ich Bock, ja. Aber lass uns noch irgendwie was essen. Ich habe nicht gefrühstückt. Okay. Können wir gerne machen. Hier nicht irgendwo Kretzes Foodtruck? Hier in der Nähe ist auch ein richtig geiler neuer Sushi-Laden. Wollen wir nicht lieber dahin? Ist doch geiler als so eine fettige Currywurst. Ja, klar. Aber halt Thailand, halt super viel asiatisches Essen und ich hätte schon Bock mal wieder nach auf eine Currywurst. Weißt du, mir kommt der Reis aus den Ohren. Also wenn du mir diesen Wunsch erfüllen würdest, wäre ich dir super, super dankbar. Richtig leckere Currywurst. Ja? Nice. Was mache ich denn jetzt? Ich hatte noch gar keine Zeit, mit Kretze zu reden und der fällt aus allen Wolken, wenn er mich mit Janis zusammen sieht. Janis! Hey! Na? Hey, Emmy! Alles klar? Ja, bei mir läuft. Schön, euch zusammen zu sehen. Ja, wir sind auch wieder zusammen. Ach! Überraschung! Nee! Okay. Ist ja krass, cool. Das freut mich ja von euch. Was kann ich euch so Schönes tun heute? Dann zwei Currywürste, ja? Du willst zwei Würste gleichzeitig, Emmy. Gerne, Janis. Also zwei insgesamt. Ja, klar. Hi, Katze. Hi. Schön, euch zu sehen. Du, Emmy will zwei Würste. Ja, hier deine Waffel. Cool. Ich hab mein Portemonnaie vergessen beim Waffelladen. Ich muss noch mal los, ja? Ja, mach's. Jo. Katze? Ja, was los? Dein Portemonnaie hast du da hinten drin. Also, falls das ist, was du suchst. Oh, nee, ich muss ihnen da noch Trinkgeld geben. So, ich, ja, okay. Ja. Warte mal. Was ist los? Ich wollte mich noch mal für gestern bedanken. Für den Ratschlag, also. Danke schön, ja. So, das kriegst du 36. Ja, Mann. Für jeden da. Dankeschön. Ja, cool. Cool. Ciao. Ciao. Ja, Leute, gleich gibt's lecker Schmecker Currywurst. Ich mache euch extra viel Currypulver drauf, dann schmeckt das ein bisschen. Monate Danke. Her. Das haut regelrecht ins Gewissen rein, so krass schmeckt das, ey. Ne? Das ist auch mal awesome. Ist ja nicht mein Wort. Ja, wollt ihr noch servietten dazu? Zum Abwischen? Ja, klar, gerne. Wollen wir direkt weitermachen? Willst du nicht hier essen? Nee, lass uns ruhig in Bewegung bleiben. Schmidt, ich danke dir, ja? Dann dir noch einen spannenden, jo. Sieht gut aus. Mann, ey.
Ich habe genau gesehen, wie fertig Kretze ist. Ich fühle mich richtig beschissen jetzt, aber irgendwie bin ich auch froh, dass er Janis nicht gesteckt hat, dass wir Sex hatten. Eben auf Kretze zu treffen, hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich konnte mein Date mit Janis gar nicht mehr genießen und ich bin froh, dass Janis meine Ausrede mit den Kopfschmerzen geschluckt hat. So kann ich jetzt noch mal zu Kretze und mit ihm reden. Ist Kretze da? Nee, ist er gerade nicht. Dann meinst du, es ist so clever, hier noch mal herzukommen? Ich meine, nachdem du mit deinem neuen Freund Janis hier warst. Schmitty, ich will mit Kretze reden. Meinst du, das ist auch clever? Also, Emmy. Ich will mich ihm erklären, okay? Also, mein guter Rat wäre, wenn du gehen würdest, falls er wiederkommt. Hey. Was machst du schon wieder hier? Ich würde gerne mit dir reden und mich erklären. Pass auf. So wie das Ganze abgelaufen ist, wie du das von mir und Janis erfahren hast, das habe ich so nicht geplant, okay? Ich wollte eigentlich mit dir reden, mich erklären. Und ich meine, es ist ja verständlich, dass meine Gefühle vor Janis von heute auf morgen nicht weg sind, oder? Aber ich wollte dich nicht verletzen. Das war wirklich nicht meine Absicht und das musst du mir glauben. Also habe ich richtig verstanden. Du bist jetzt mit Janis wieder zusammen, ja? Schämst du dich eigentlich nicht? Mich nicht in Kenntnis setzen und dann mit Janis hier aufzutauchen? Was spielst du eigentlich hier für Spielchen, Emmy? Ich spiele keine Spielchen. Wie soll ich das sonst auffassen, verdammt nochmal? Mann, ich hab mich in dich wieder verknallt. Denkst du, ich hatte Bock, dass es so endet? Ich wollte, dass es so endet, zwischen uns beiden. Mann, wir haben miteinander geschlafen, wir haben echt eine geile Zeit zusammen verbracht in den letzten Wochen. Und komm, ist Janis wieder da? Ist es dein Boyfriend? Schämst du dich nicht? Tut mir leid, okay? Das geht doch nicht darum, ob das dir leid tut oder nicht, Emmy. Du spielst hier mit meinen Gefühlen. Mit meinen Gefühlen. Aber anscheinend bin ich für dich nur ein Lückenfüller. Mittel zum Zweck, wenn du mal ein bisschen Befriedigung brauchst oder weiß der Geier was. Dafür bin ich gut genug, ne? Hey, Carsten, kannst du mal, ne? Ich bin doch kein Trottel, verdammte Scheiße. Ich bin Chaot, aber kein Idiot. Und gestern erzählst du mir noch, du bist nicht mal sicher, ob du mit Janis irgendwann mal wieder zusammenkommst. Und einen Tag später sowas? Wem willst du solche Lügen erzählen? Hä? Versteh deine Wut. Wirklich. Es ist keine Wut, Mann. Ich bin einfach nur enttäuscht von dir. Und zwar menschlich. Tschüss, Emmy. Verpiss dich. Okay? Kretze hasst mich jetzt. Aber ich meine, was soll ich machen? Mach einen Abflug! Als Janis gestern wieder der Alte war, da wusste ich halt einfach, was ich will. Und Janis braucht mich doch auch. Aber ich bin mir sicher, dass Kretze klarkommt. Auch wenn das bedeutet, dass ich ihn als Freund für immer verloren habe. Da war noch alles zwischen mir und Kretze in Ordnung. Und wahrscheinlich wird es nie wieder so sein. Ah, ich gehe schon. Ja. Mann, ich will nicht einen der wichtigsten Menschen aus meinem Leben verlieren. Wir haben doch richtig viel zusammen erlebt. Hey, na? Komm jetzt rein. Willst du mal spazieren mit deinem Koffer jetzt? Ja, das ist ja Gassi. Alles gut? Sieht jetzt ab, Herr. Freut mich. Na? Seid ehrlich, ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Du hast zugenommen, Taylor, ne? Ja. Milch ist zu viel, oder? Wie geht's dir? Oh, Kopfschmerzen? Geht schon besser. Ja? Was ist das? Ich dachte mir, dadurch, dass wir wegen Kopfschmerzen unser Date im Spaßbad leider absagen mussten, bringe ich dir dieses Aqua-Feeling einfach her. Das hat die dir besorgt. Ist eigentlich ein Running Gag. Ich habe Sushi von dem Laden besorgt, wo du hin wolltest. Ja. Ist vielleicht noch ein bisschen früh für Abendessen, aber Sushi wird ja nicht kalt und es sieht so lecker aus. Wenn wir es schon alleine angucken, kriegen wir Hunger. Okay, verstehe ich. Ehrlich gesagt habe ich gar keinen Hunger. Nicht? Mm-mm. Ist wirklich alles okay? Mal. Ich bedrücke doch irgendwas, ne? Hm? Ihr wollt es nicht essen, habe ich das mitbekommen? Also, dann nee. Sonst würde ich mich anbieten. Ja. Kein Problem. Ja, okay. Okay. Ja. Cool. Ja. Ja, bin wieder bei dir. Ist Olus dran, der will jetzt Personal Trainer Stunden bei mir nehmen. Ernährungscoaching und sowas. Volles Programm. Ja, also für die Mädels. Nur André, da hinten ist der Empfang viel besser. Ich verstehe es. Ja. Ja, ist eine gute Motivation auf jeden Fall. Pass auf. Emmy, was hältst du davon? Wir beide, nur wir beide, machen uns heute einen ganz entspannten auf der Couch. Nichts machen, entspanntes Filmchen schauen. Ich wollte eigentlich gerade los ins L.A. Ins L.A.?
Ja, ich habe nämlich vergessen, dass ich Mike eigentlich aushelfen sollte und das ist mir eingefallen. Okay, soll ich mitkommen? Hm? Kann ich auch. Brauchst du nicht, du kannst ruhig hier entspannt machen und dir noch ein bisschen Sushi klauen. Okay. Mir wird das gerade einfach schon wieder viel zu viel. Ja, Janis gibt sich Mühe und ich habe auch Gefühle für ihn, aber ich kann mich gerade einfach null auf ihn einlassen. Wie soll ich denn jetzt bitte mit Janis glücklich sein, wenn ich weiß, dass Kratze mich hasst? Scheiße, Mann, ich hab's wirklich verbockt. Hey. Hey. Emmy. Nein, fang du an. Es tut mir leid, dass ich dich so angeblöckt habe. Zwar war eine Kurzschlussreaktion, Mann. Es ist einfach so über mich gekommen, Emmy. Es tut mir verdammt nochmal leid. Es war einfach nicht fair von mir, Mann. Ich kann es einfach nicht verkraften, dass du Janis liebst und mit Janis wieder zusammen bist. Ich hab mir mit dir die schönsten Dinge ausgemalt. Emmy, wir haben miteinander geschlafen. Und ich dachte, dass wir dadurch wieder zusammenkommen und ein Paar wären. Du an meiner Seite, dass du meine Frau wirst. Aber Pustekuchen. Und ich hasse mich dafür, dass ich dich so angegangen bin. Ich habe gar keinen Grund dafür, verdammt nochmal. Dann ist es halt so, du hast von vornherein mit offenen Karten gespielt, von vornherein. Und ich habe nichts Besseres zu tun, außer dir die Schuld zu geben? Das ist doch nicht fair, Mann. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht so behandeln. Es tut mir wirklich leid, Emmy. Ich weiß, Katze, ich weiß, dass es dir leid tut, okay? Und tausend Dank für deine Einsicht, wirklich. Aber ich muss mich halt bei dir auch entschuldigen, weil... Mann, ich habe dich total verletzt und das war absolut nicht meine Absicht. Wirklich nicht, das musst du mir glauben. Ich weiß. Ich weiß. Du warst doch trotzdem scheiße. Emmy. Sind wir wieder Freunde? Klar. So ein Mensch wie dich existiert nur einmal. Da sag ich doch nicht nein. Danke. Ich gehe am besten jetzt wieder nach Hause. Ich muss dir erstmal die Sache verkraften. Okay. Schönen Abend noch und... Dir auch, Katze, und danke. Ich werde dich immer lieben. Ciao. Ciao. Kretzer ist ein richtig toller Mann und jede Frau, die ihn abkriegt, kann sich wirklich glücklich schätzen. Ich hoffe nur, dass das mit unserer Freundschaft so wie früher wird, weil ich will ihn wirklich nicht verlieren. Na? Ist mir genug ausgeholfen? Ja, war gut. So freut mich. Ist bis jetzt nur eine Skizze, ich bin auch noch lange nicht fertig, ich habe nur ein bisschen maskiert. Aber so grob, was sagst du? Wo ist der hier? Sieht super aus. Ja? Bisschen neon-traditionell. Ich mag die Farben. Dankeschön. Echt schön. Du, ich würde auch pennen gehen jetzt, das ist okay? Bist du müde? Mhm. Klar, gar kein Ding, ich würde auch pennen. Okay. Ich würde mir noch schnell was zum Trinken holen, willst du auch? Gerne. Ja? Mhm. Ich werde mich jetzt nur noch auf mich und Janis konzentrieren. Ich liebe ihn und ich will wieder mit ihm glücklich werden. Und Kretze ist und bleibt nur ein Freund. Hier, das feinste Wasser, was ich finden konnte, ja? Du willst echt schon schlafen? Mhm. Aber weißt du was? Hm. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich auch. Sehr froh. Hm. Bisschen eng da, oder? Außerdem habe ich da doch gar keine Decke. Du hast hier so viel Decke, so viel, da passen noch locker zwei drunter. Hm? Was? Ola alleine will keiner mehr sehen. Wir müssen da echt auch mit der Zeit gehen. Das muss hier richtig rocken. Ernie hat schon Ahnung. Der weiß, was die Leute sehen wollen. Das wird der Hit. Du tanzt zu meinen Songs. Bruder, gönn dir diese Karre, Alter. Oh, die ist echt cool, Alter. Boah, schmeckt, Junge. Wenn du dich jetzt wirklich beweisen willst, dann besorgst du mir dieses Auto. Und heute Abend noch. Hast du mich verstanden? Scheiße, Mann, das geht nicht. Ich kann das nicht machen. Schlimm genug, ein Auto zu klauen. Und dann noch den Kundenwagen von Danny. Dir hat das Video gefallen? Dann abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke, um gar nichts mehr zu verpassen. Und die ganze Folgen siehst du jetzt auf TV Now.